Ich habe mich eigentlich gar nicht schlecht eingelebt in dieser speziellen Zeit als arbeitsloser Künstler. Ja, bin ich ja jetzt ein Frühpensionär. Gell? Mit dem kleinen Unterschied, dass die erste AHV nicht Anfang des Monats kommt, sondern frühestens etwa jene 20 Jahre. Ja, nur auf alle Fälle, ich habe Zeit. Jetzt halt denke, machst du etwas Schlaues mit der Zeit, machst du etwas inneren Dienst. Gehst du entsorgen? Ja, jetzt hast du auch Platz auf dem Ökohof, habe ich gedacht, wo die Leute sowieso mit daheim hocken. Kannst du dir vorstellen? Eine reine Katastrophe ist das gewesen. Yes, da hat es Leute gehabt. Eine Schlange, weißt du, ein Auto, ich sage, wenn es Appenzell jetzt nicht mehr willst, entsorgen. Jetzt musst du praktisch zu Bregenz anstehen. Sicher. Geschöpft. Und was alles entsorgt wird. Zumal. Gell? Nicht einfach gerade Bierflaschen, Büchsen und Kartonröllchen. Nein, Jesus, von alten Kneiselschieben, Ordonnanzschuhen bis ein zu der Fritteuse von 1973, vom Tante Rösli zur Durststühle. Komm, alles muss raus. Gell? Und zwar genau jetzt. Ja, von wegen. Stay at home und Abstand halten. Komm. Bei uns im Ökohof, da geht's zu und her wie auf dem Bazar. Gell? Jetzt habe ich aber gehört, scheinbar gäb's nicht was Neues. Und zwar im Bernerschwinden der Ding, der, weiss nicht, kennt man, der Schwindimann. Schwindimann, kennt man? Der hat ein ganz neues Entsorgungssystem entwickelt. Ja, da könntest du von daheim aus, also von zu Hause, weißt du, online könntest du eine Zeit und einen Platz buchen. Dann fährst du her. Und zwar ohne Stau. Gell? Du hast dein einchecken und dann tust du das Wägeli mit der Fritteuse drin einfach herstellen und fährst seelenruhig und tief entspannt wieder her. Gell? Also im Prinzip Ferien auf dem Ökohof. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sein, wenn sich die Situation bei uns in Appenzell nicht klapfartig verbessert, mit dem hohen Entsorgungsstress, den wir haben, dann buche ich das nächste Mal einen Wochenendtrip zum Schwendimann. Und zwar ganz sicher.